Barbara Weider ist höchst konzentriert. Sie bereitet gerade die Hostienschale für den Gottesdienst vor. Denn in wenigen Minuten beginnt die Frühmesse in der katholischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Treuchtlingen. Seit Oktober vergangenen Jahres ist die 42-jährige Mesnerin der Gemeinde. Aber der neue Job ist nicht die einzige Veränderung in ihrem Leben. Die viel größere: Barbara Weider wurde in der Osternacht getauft. Das war ein sehr schönes Gefühl, das war ein sehr schöner Tag in meinem Leben, aber ich war sehr aufgeregt. Ihre Vorfreude war groß, denn Barbara Weider spürte schon lange eine Sehnsucht nach dem Glauben. Ihre Familie bestärkte sie in ihrem Wunsch. Vor allem in den letzten Jahren hatte sie sich intensiv mit dem Christsein auseinandergesetzt. Jetzt gehören Gebete und Gottesdienste also endlich zu ihrem Leben dazu. Ich habe so zum Glauben gefunden, also ich habe mich direkt damit beschäftigt. Ich habe Bibel gelesen oft, ich habe über die Bibel gelesen. Ich habe Leute kennengelernt, die Christen waren und ich habe gefühlt, sie haben etwas, was ich nicht habe, die Glaube. Und das habe ich eigentlich gesucht und hier habe ich es auch gefunden dann. Durch ihren Dienst als Mesnerin hatte sie die Chance, nah am Geschehen dran zu sein. So konnte die Taufbewerberin ihr Wissen vertiefen. Auch wenn die Entscheidung, katholisch zu werden, bei Barbara Weider schon vor Jahren gefallen war, die intensive Vorbereitung ist bei Erwachsenentaufen in Form des Katechumenats vorgeschrieben. Es war natürlich diese besondere Beziehung hier, weil sie eben den Mesnerdienst mit vollzieht. Damit ist natürlich dieses Hineinwachsen noch viel intensiver geworden. Wir haben das viele Gespräche einfach so auch hier im Zusammenhang mit ihrem Dienst vollzogen, wo sie dann einfach ja auch gleich praktisch gelernt hat, was einfach so dazugehört. Und das war eigentlich eine sehr angenehme und wohltuende Art. Und dann gab es noch ein paar Gespräche dann drüben in unseren Räumlichkeiten. Und das hat auch viel Spaß gemacht, weil man einfach gemerkt hat, sie hat wirklich viel Interesse dran. Und ihr liegt einfach auch was dran von Herzen, ja. Wenn jemand den tiefen Wunsch verspürt, Christ sein zu wollen, sind neben eines Priesters aber auch oft andere Wegbegleiter eingebunden. Karin Kluth hat Barbara Weider nicht nur die Stelle als Mesnerin übergeben, sondern hat sie auch in der Taufvorbereitung unterstützt. Die beiden Frauen verstanden sich auf Anhieb so gut, dass Kluth sogar Taufpatin wurde. Auch sie hat dadurch noch einmal tiefer Zugang zum Glauben gefunden. Wir haben ziemlich schnell einen Draht zueinander gefunden, weil sie ja mal eine Nachfolgerin war, ist im Dienst. Und es hat für mich manches auch wieder andere Perspektiven. Ich habe nachgefragt oder irgendwas und das hat sich einfach bei uns so ergeben. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich hier Patin werden will. Also das war vorher gar nicht so Thema, das hat sich einfach so ergeben. Für Barbara Weider hat sich mit der Taufe ein lang gehegter Wunsch erfüllt. Ich habe meine Ruhe gefunden, meinen Frieden gefunden. Ich fühle mich jetzt ganz gut in meinem Haut. Sie ist angekommen. Ein Gotteshaus sucht Barbara Weider gerne zum stillen Gebet auf. Denn im Glauben an Gott hat sie endlich gefunden, wonach sie gesucht hatte: Kraft und Halt.